So, Freunde der Spurzeit, ich zeige euch mal hier meinen Torpedofahrwagen, 18-achsiges Teil für Flüssigerz bzw. Eisen. Aber bevor wir darauf eingehen, kleinen Hinweis in eigener Sache, ich wurde gefragt, ob ich Millionär bin in den ganzen Modellen. Leute, ich bin seit 27 Jahren Z-Bahner, nur weil ich mal in der Woche 5 oder 10 Z-Filme meiner Modelle hochlade, heißt das noch lange nicht, dass ich die Modelle in einem Monat gekauft habe. Speziell die Rokuhan-Sachen oder auch Japan-Sachen, wo noch was unterwegs sind, die kosten mich kaum was. Also ich sag mal, verglichen zu Spurzett, ich kaufe überall Angebote, überall auf der Welt. Und es sind teilweise Japan-Importe, die Tenchou-Lok habe ich erzählt, hat mich viel gekostet. Oder auch jetzt habe ich eine Rokuhan EF64 gekauft, die kostet mich mit Versand 62 Euro. Das ist für ein Spurzett-Modell ein Hammerpreis. Des Weiteren bin ich Spurzettbahner seit zig Jahren und habe natürlich eine Sammlung, und wenn ich da mal was aufgleise, filme ich das ein oder andere Modell und dann wird viel hochgeladen. Das sind Modelle, die ich Jahre habe und jetzt erst hochgeladen habe, so zum Hinweis. Klar, neu ist jetzt hier das letzte Video der Baureihe 42 mit Öltender, die habe ich bei eBay geschossen, im April schon und am April auch gefilmt, aber jetzt erst hochgeladen. Und die Baureihe 94.5, die 010, die Tenderdampflok, die habe ich neu, die habe ich bei BW Bahn für 149 Euro geschossen. So, des Weiteren wurde ich gefragt, ob ich noch USH0 sammle. Natürlich sammle ich das noch. Habe ich ein neues Modell die letzten Monate gekriegt, gebraucht gekauft und ein paar Schnäppchen, was Waggons angeht. Da gibt es demnächst auch wieder ein Video. Aber jetzt gehen wir hier mal auf den Torpedofangwagen ein. Ich muss mal eben die Nummer raussuchen, die Verpackung liegt hier nicht. So, Millionär ist wieder zurück. Die Nummer ist die 86200. Es gibt diesen Torpedofangwagen auch noch, glaube ich, mit Aufdruck von Krupp. Dieser hat keinen Aufdruck. Das ist eine Doppelpackung, das hier ist eine Einzelpackung. Und ist schon geschossen mit ordentlich Gewicht. Die V60 hier hat keine Probleme, das zu ziehen auf einer geraden Strecke. Und wenn man langsam anfährt, fährt man schneller an, dann sieht man hier kein Problem. Allerdings würde es ein Problem geben, mein Freund Carsten hat mich das gefragt, in den Kurven. Erstmal, je enger der Radius ist, je mehr hat die Lok zu schleppen. Dann kriegt auch hier die Kleine Probleme, aber spanne ich halt zwei vor oder eine größere. Halt, weil der Wagen rollt, hat zwar Metallräder, aber durch die vielen Achsen und Reibungswiderstand, zeige ich euch mal eben, der rollt. Ne? Nicht so, wie man das beim normalen Z-Waggon kennt. Hier ist auch ein ganz schöner Klopper. Interessant ist an diesem Modell, mal wieder, die Detaillierung. Und auch die Beschriftung. Ganz schöner Klopper. Ich zeige euch das mal eben von oben. Hier kann man schön die Details sehen. Also ich finde, muss ganz ehrlich sagen, er ist schon ein fantastisches Modell. Also, so ein Ding macht sich auch in der Vitrine gut. Für euch Vitrinensammler. Das ist halt ein Thema für sich, die Vitrinensammler. Das ist halt, wenn man viele Modelle gebraucht kauft im Internet oder so, speziell auch eBay, das Problem unserer Z-Bahn-Gesellschaft, die eine Anlage haben oder halt diese Modelle sammeln, aber auch viel fahren. Wie ich zum Beispiel, wenn ich Zeit habe, gleise ich, packe ich mal eben meine Platte raus, lasse da ein paar Runden drehen, macht Spaß zu fahren. Aber halt, es gibt halt auch die Vitrinensammler, die diese Modelle sammeln und die nicht benutzen. Thema Verharzung, Thema, du wirst verboten, versuchst mal günstig was zu kriegen. Aber meistens ist eBay ja sowieso mittlerweile Sofortkauf. Deswegen muss man auch mal Glück haben, dass man Modelle auch Hitze durchdrehen, Spinning Wheels, mal woanders kriegt. Okay,
Torpedofangwagen, schönes Teil. Das war's. Bis dann vom Millionär.